Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015. Huf Bergmann zum Samstag mit dem Tino und dem Freezy. Hi, Leute. So, ich habe jetzt hier neues Biogas geholt. Weil das fast alle war. Kannst du wieder waschen. Hast du schön geschrollert. So, ich war pullern, ja. Schön. Das freut mich. Scheiße. Dreimal schütteln spielen, ne? Was? Mehr als dreimal schütteln spielen. Ja. Das stimmt, aber schüttel nicht ab. Passen ja generell nur an, wenn ich meine Hände gewaschen habe. Dürfen auch andere nur. Das so, jetzt werden wir noch ein schönes Ricola Schweizer Kräuterzucker in den Rachen reinführen. Und werde... Was mache ich jetzt? Ich habe jetzt hier echt alles hier an Schlüssel gebracht. Ey, es ist wirklich, es läuft. Das ist aufgefüllt, das ist. Einzigste, was mich noch spielt. Da alle, ey. Also eins ist echt behindert, ne? Das muss ich jetzt mal so sagen. Was? Sag. Das ist, kann mal einer das umschreiben, dass in diesen verschissenen Seedmaster mehr Flüssigdünger reingeht? Kann ich Klick heute noch rüberschmeißen, ja. Also das ist echt behindert. Achso, halt, das Ding ist in der Karte verbaut, ne? Ja. Ja gut, das könnte man über Team Bluffer machen. Weil das geht mir voll auf den Sack. Hau da 10.000 rein, dass da 10.000 reingehen und fertig ist die Laube, ey. Jo. Wieder alle. Gut, dann fülle ich den jetzt noch einmal ganz kurz auf. Und dann werde ich, was mache ich dann? Würde ich dann machen? Verdammt, ich wollte auch irgendwas machen. Ach so, ich hatte was überlegt, genau. Ich hätte noch eine coole Sache zum Düngen eigentlich. Die Felder düngen könnten. Lass bloß die Finger von meiner Gülle. Ja, aber da könntest du mit Gülle düngen. Aber wir haben noch gar kein Gülle-Spritzgerät. Deswegen, ja! Aber willst du eins kaufen? Ey, ohne Scheiß. Sofort die Kippe krieg, ey. Ey, eine Woche rauchfrei, ne? Und dann sowas. Seit einer Woche nicht geraucht, ey. Ja, musst du dir mal einen Dickmann zwischen die Kiemen schieben. Sind so Momente. Und nicht so viel Luft holen. So. Ja, weil wir haben richtig geiles Equipment drin. Wir haben nämlich den. Du willst den Klaas, oder? Den Klaas Xerion 4000. Als Saddletrack. Und dazu hätten wir. Den SGT-Aufsatz. Der kann. Warte mal, Saddle Track or Other Tank? Passend zu Glas Serien Saddle Track. Der hat eine 12 Meter Arbeitsbreite, das finde ich schon ziemlich viel für Gülle. Tank brauchen wir ja. Mensch, man droht. Könnten auch definitiv, wir müssten mal den Case Puma noch loswerden. Oh ja. Aber ja, dazu. Ich habe vorhin vorgespult, wie sieht das aus mit der Silage? So, das ist eine gute Frage. Sind noch alle abgedeckt. Aber das eine ist bei 92% und das andere bei 85%. Ja, dann sind die gleich fertig. Hm.
Aber was hätten wir noch frontladertechnisch? Was machst du eigentlich, Wiesi? Ja, düngen. Immer noch? Ich dünge jetzt alle Felder durch. Du hast den Glas. Welchen hast du? Den Glas Aktion 830 haben wir, ne? Ja, nein. Genau. Im Besitz. Ja. Der Fendt hat auch keinen Frontlader. Der hat eine Frontladerkonsole, aber. Da ist er. Wir haben. Frontladertechnisch haben wir keine Alternative. Außer direkten Radlader, Teleskoplader. Warte mal, das stimmt. Vereine. Was ist denn das? Wird von Zuckerrüben importiert, Rübenschnitzel. Ah, ja, ja, ja. Radlader hätten wir. Radlader, Teleskoplader. Mal bei Diverses haben wir das drin. Da haben wir auch noch den Volvo Radlader, genau. Mit der 25.000 Liter Schaufel. Halleluja. Kann man für den Chassis B verschaufeln. Lissert. Da haben wir Chassis B 2000 Liter. Passend zu Chassis B Skidsteer. Skidsteer 260. Das ist nicht der Radlader. Kann ich den Radlader kaufen? Ich sag da nicht, ne. Kauf den jetzt mal, ich will den mal ausprobieren. Der kostet nur 58.000. Der kriegt jetzt einfach Kaufe. Boah, das sieht echt nice aus. Dann nehmen wir den jetzt einfach für den Salat. Mach mal. Was halt noch so ansteht. Na, die Schaufel passt da dran. Da geht auch eine Lissa dran. Wusste ich noch. Boah, Alter, der zieht ja erstmal schön mit einer 40. Das Ding ist ja mal fett. 50? Was geht ab? Was läuft, Leckon? Der 60. 50 fährt er. 50. Aber der sieht richtig cool aus, der Radlader. Das ist wirklich. Also, das sieht echt nice aus. Was ist das jetzt für eine Marke? Jesse B. Ja, stimmt. Ja, klar, die sind ja prinzipiell schneller, die Dinger. Ja. Da hätte ich halt das DLC gern mit drin. Das Jesse B DLC, weil die Traktoren sind einfach geil. Ja. Das scheiß Update. Ich finde diesen Key nicht mehr. Könnt so kotzen wie eine Fuhre Mist. Hallo? Hi. Wer hat verloren? Du hast deinen Key verloren? Ja. Find den Key nicht mehr für DLCs und du musst hier updaten und dann musst du den Key eingeben. Genauso eine behinderte Scheiße, warum das jedes Mal dann den Key eingeben musst. Los. Von mir kann er sich das beispielsweise nicht ziehen, weil die da irgendwie so einen Code drin haben, weil dann denkt das Spiel, ich habe das DLC von mir aktiviert und er auch und dann lässt er uns nicht zusammen auf den Server. Ja, sinnlose Sicherheitsmechanismen. Na gut, sinnlos so ist es jetzt nicht sinnlos, aber das könnte es ja jeder 30 Mal verwenden, aber. Kannst du nicht anschreiben? Ey, da müsstest du ja schon PayPal aus, du. Also müsstest du halt hinschicken, mit was du da bezahlt hast. Dann würden die dir so nochmal schicken. Ich glaube, da gab es auch irgendwelche Probleme. Schreibst du hin? Ich will mal anders machen. Gib mir jetzt meinen Scheiß an. Sagen die, okay. Wir haben das Interview geführt, Lenz. Was für ein Interview? Richtig. Ja, ja.
Tolle sind. Salatproduktion wieder. Tolles Interview, wenn die Giant Software schlimmer bei YouTube im Allgemeinen gibt, ist es ja irgendwo auf der ersten Seite. Doch, da kann alle hin. Naja. So. Bin ja mal gespannt, ob sie uns dieses Jahr mehr über den 17 erzählen dürfen. Ist ja dann sogar kurz vor Release, ne? Ja, aber... Kann man das auf der Gamescom anzocken? Wohl möglich. Mit Sicherheit. Man hofft einfach nur, dass es mehr Umfang hat, wie das, was sie damals im 15er vorgestellt haben. Weil das war ja wirklich traurig. Das war damals im 15er richtig traurig. War das ein Thresher? Nee, hattest du überhaupt einen Thresher? Das weiß ich gar nicht. Frage. Ich glaube, du hattest einen Drescher, ja. Zwei Traktoren und den Ladewagen, der für nichts zu nutzen war, oder irgendwie so, oder ein Kipper, der für nichts zu nutzen war, eins von beiden. Und das war's. Du könntest damit mit den Traktor über die Map heizen. Das war. Also zur Gamescom gezeigt haben sie da so gut eigentlich wie gar nichts. Ne. War richtig evil und das 2 Monate vor Release, ne? Ja. Das war ja schon, da haben wir ja schon gedacht, okay, da gibt's bestimmt ein paar coole Sachen. Mhm. Aber. Die Forst, das Forst haben sie nicht gezeigt, ne, gar nicht. Nicht. Alle neuen Features in dem Sinne haben sie nicht gezeigt. Nö. Das stimmt. Jo, Radlader ist super. Geht richtig geil. Lalalala. Lass mich mal neu switchen. Ja, warte. So. Moment. So lange wie der lädt, ist es das. Naja. Naja, der. Der ist cool. Der ist richtig cool, finde ich. Das sieht gut aus. Ich möchte auch mal sehen. Lass mich auch mal reinzwitschen. Er geht da rein. Der ist ganz nett. Sweet. Gut. Der bleibt jetzt nur hier unten stehen, oder was? Ja, den werden wir mit Sicherheit auch noch für andere Sachen verwenden können, aber... Ja, klar. Haben wir gerade die gleiche Idee gehabt, ja. Was willst du machen? Traktor runterfahren in den Mais aufsatteln? Ja. Okay. Aber Salat müssen wir auch bald wegbringen, ne? Ja, wollen wir jetzt gerade. Ein bisschen Kohle gleich einfahren. Können wir mal gucken, bitte vorne, was, ob alles voll ist oder ob was fehlt. Am Infopanel, Salatproduktion. Ja, es wird schon mal neu. Und wie sieht's aus? Gucken wir mal. Saatgut 28%, Diesel 80%, Dünger 57% und Wasser 35%. Also Wasser und Saatgut, ja? Jawohl. Mach da. Wo war der Saatgutkauf, gebeiztes Saatgut? Landhandel. Das war hier oben, ne? Das ist da unten, klar, ja. Oh, oh, dickes Leck. Na. Was können wir eigentlich mit diesen Salatresten machen? Das haben wir nicht rausgefunden. Ehrlich? Ehrlich. Haben wir noch nicht rausgefunden, was wir... Oh. Ich glaube, Freezy meinte kompostieren, aber... Hab ich nochmal so in den Raum geschmissen, oder stimmt, weiß ich nicht. Könnte sein. Glaubst du nicht, dass das wehtat? Was? Das ist einfach die Kompostier... Das ist jetzt so ein Sinnlosspruch. In den Raum geschmissen, bla bla bla. Schole Phrase, was ist das? Zieh dir nicht am Schnippi. Ich? Ja. Nee. So, Landhandel, sagst du? Ja, vielleicht verarsche ich dich auch mal, weil du so gemein zu mir bist. Bin ich gemein. Ne. Feld 4 kann übrigens geerntet werden. Ja. Immer noch. Du, Randy? Hab ja, vorhin gefragt, ob noch was geerntet werden muss. Feld 4. Hast du gesagt Feld 3? Da hab Nein. Ich gesagt, es gehört uns nicht. Nee, Feld 4 war in dem Zeitpunkt auch noch im Wachstum. Jetzt ist es fertig.
Ja, jetzt ist es wirklich fertig. Ja, machen wir halt, wenn wir hier fertig sind. Und ja, wie sie tut er. Was denn? Das, wie sie gesagt hat. Was hat er denn gesagt? Ich hatte nicht zugehört. Das siehst du? Das richtiges Mobbing ist das. Halt deine Fresse, ey, ohne Scheiß. Was denn jetzt? Ja, hat doch Fliesi gesagt, das ist richtiges Mobbing. Ach so. Überleg, ne, was du mir antust. Krank ist ein bisschen wie du hier unten. Ja. Ziemlich langsam. So, warte mal, wo war jetzt Saatgut? Tine, oder? Ja, Saatgut, gebeizt, nice. Ach, da kann man auch diese kaufen. Da alles. So. Einmal rein da. Oh, der Hänger geht gut was rein. So, wir sind aber fertig. Jo, dann würde ich sagen, Däumchen da lassen nicht vergessen, bei den anderen vorbeischauen, ja. Auch hier bei uns am Mobber. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dann, haut rein. Lülü. Tschüss.